Am 15. November heißt es zum 15. Mal eine Stadt, ein Buch. Bei der Gratis-Buchaktion verschenkt die Stadt Wien 100.000 Bücher. Heuer wird Michael Ondaatje mit seinem Roman Katzentisch ausgewählt. Der kanadische Schriftsteller wird 1943 in Sri Lanka geboren und feiert seinen größten Erfolg mit Der englische Patient. Der Roman wird mit dem Booker Prize ausgezeichnet, 1996 verfilmt und gewinnt 9 Oscars. In seinem Buch Katzentisch geht es um das Verlassen der Heimat und den Aufbruch in die Fremde. Es geht um einen 11-jährigen Jungen, der auf einem Schiff von Colombo in Sri Lanka nach London in England fährt. Die Fahrt dauert 3 Wochen. Es geht auch um Abenteuer, aber vor allem um einen Jungen, der zu einem Ort fährt, über den er nichts weiß. Ondaatje erzählt im Roman seine eigene Geschichte. Die Idee zum Buch liefern seine Kinder. Meine Kinder fragten mich, wie ich nach England gekommen bin, und ich sagte, auf einem Schiff. Und sie fragten, mit deiner Mutter oder deinem Vater? Und ich sagte, nein, ich war allein. Und das hat sie ziemlich schockiert. Hat das Thema des Buches eine aktuelle Bedeutung? Das ist richtig. Also wir versuchen ja immer ein Thema zu wählen aus einem Buch, das für Wien, sage ich einmal, relevant ist. Und wenn man sich einmal einfühlen kann in jemanden, der, er ist ja kein Flüchtling, also er geht halt dann in London zur Schule, aber trotzdem verlässt er seine Heimat und kommt in einer komplett anderen, fremden Welt an. Und das zu vermitteln, das schafft die Literatur, finde ich, wirklich am besten. Zu den bisherigen Büchern der Aktion zählen Eine Handvoller Sterne von Rafik Shami, America von T.C. Boyle sowie Sophies Welt von Jostein Garder. Der Osttiroler Maler Oskar Stocker hat die bisherigen Autoren auf Gemälden verewigt, die im Radio Kulturhaus ausgestellt sind. Die Bücher liegen im Empfangsbereich des ORF Radio Kulturhauses zur Abholung bereit, aber auch in verschiedenen Büchereien und anderen Orten in und um Wien. Auf der Webseite www.einestadteinbuch.at finden Sie eine Übersicht über alle Verteilstellen.